Firmen wie Samsung und LG haben Angst vor diesem Fernseher. Xiaomi ist jetzt auch auf dem Markt und versucht das zu machen, was sie im Smartphone-Bereich schon getan haben, nämlich High-End-Produkte für einen ziemlich netten Preis zu etablieren und vielleicht sogar besser als die Konkurrenz zu sein. Wir haben uns das aktuelle Topmodell, den Xiaomi Q1e, angeguckt und prüfen, was die Chinesen so drauf haben. Hallo und herzlich willkommen bei Turn-On. Mein Name ist Jens und ja, das ist ein Xiaomi-Fernseher. Oder Xiaomi. Fernseher, ja, die machen auch Fernseher, die machen eigentlich alles. Xiaomi-Fernseher kennt man eigentlich eher aus dem Einsteigerbereich, so wie man Xiaomi auch im Smartphone-Bereich kennengelernt hat. Die haben erstmal ganz sachte angefangen und den Markt mit sehr, sehr vielen Geräten, ich möchte nicht sagen überschwemmt, aber überall gezeigt, dass sie marketingtechnisch überall ihre Finger drin haben. Vollkommen egal, was es war. Es waren kleine Reiskocher oder Lüfter oder vollkommen egal. Xiaomi hat alles. Und natürlich haben sie jetzt auch Fernseher. Und weil sie aber in der Vergangenheit immer so ein bisschen so ein Ramschprodukthersteller waren, haben sie sich im Smartphone-Bereich gedacht, nee, das können wir auch anders, das können wir auch besser und sind immer mehr in den High-End-Segment gegangen. Und was soll ich sagen? Wir würden in der Vergangenheit ja nicht sehr viele Xiaomi-Videos gemacht haben. Hätten sie das nicht auch sich so ein bisschen erarbeitet? Sie haben bewiesen, dass sie da eine ganze Menge Innovationen auf den Markt schmeißen können. Und genau das, dieses wir können auch mehr und besser und toller, wollen sie jetzt im TV-Segment zeigen. Und da gibt es eine Menge Player, die richtig, richtig gut sind. Und Xiaomi will da jetzt eigentlich in der Oberklasse mitspielen. Und die Frage, die wir uns jetzt gestellt haben, ist, geht das überhaupt? Kommen wir zu einer Besonderheit. Der Xiaomi Q1e ist ein QLED-TV. QLED habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist ein Label von Samsung. Die haben nämlich eine neue Technologie auf den Markt gebracht für sich selber. Und zwar haben sie LCD als Display-Technologie genommen und eine Quantum-Dot-Schicht dazwischen gepackt. Wie sieht das genau aus? Eigentlich gar nicht so schwer. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass da eine Schicht aus Nanokristallen zwischen Hintergrundbeleuchtung und Flüssigkristallschicht steckt. Und die verstärkt und intensiviert das abgestrahlte Licht. Das sorgt dann für bessere Farbwiedergaben und höhere Spitzenhelligkeiten. Kennt man nicht nur von Samsung, sondern auch von LG. Die machen ja normalerweise immer OLED-TVs, haben aber gesehen, dass man mit QLED auch eine ganze Menge machen kann, haben dann ein eigenes Label erfunden und nennen das Ganze Nanocell. Die Technologie ist vor allem anzutreffen in der Oberklasse oder der oberen Mittelklasse. Also eigentlich da, wo wir das Gerät auch sehen wollen. Kommen wir zu den harten Fakten. Der Xiaomi Q1e ist ein 55 Zoll UHD-Fernseher. Das ist absoluter Standard aktuell. Also nichts Besonderes, kein großer High-End. Er hat aber eine sehr, sehr schöne optische Komponente und das ist ein Aluminiumrahmen. Einmal außenrum und einmal unten diese Standfüße. Das sieht alles richtig gut und hochwertig aus. Da habt ihr jetzt kein billiges Plastik-China-Produkt vor euch. Außerdem die Fernbedienung, die ist, naja, Standard, Plastik und zweckmäßig. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, ich finde den Druckpunkt auch nicht so besonders. Der ist ziemlich tief. Da muss man immer so richtig reindrücken und manchmal reagiert er auch nicht, wenn man so ein bisschen am Rand ist. Aber das sind nur kleine Details. Was gibt's für Anschlüsse? Dreimal HDMI 2.0. Ein Anschluss davon mit erweitertem Audio Return Channel für Dolby Atmos. Außerdem zweimal USB-A für externe Datenträger. Da gibt's von Hause aus keine eigene Aufnahmefunktion. Dazu ein AV-Anschluss, ein optischer Audioausgang und LAN sowie CI-Schacht für Pay-TV-Angebote. Natürlich auch Tuner für Kabel, Satellit und Antenne. Das ist alles in dem Fernseher mit drin. Theoretisch könntet ihr also direkt loslegen. Ihr braucht keine separate Setup-Box. Einfach alles an den Fernseher anschließen und los geht's. So, von der Rückseite nach vorne. Das Bild, das ist grundsätzlich sehr gut. Das kann ich euch schon mal sagen. Inhalte gucken hat richtig viel Spaß gemacht. Der unterstützt auch alles, was man so eigentlich sehen will. HDR 10, HDR 10 Plus, Dolby Vision und das Ganze im absoluten Minimum, weil der Fernseher nur eine Helligkeit von rund 400 Candela hinbekommt. Und das ist das absolute Minimum, wenn du hohen Dynamikumfang überhaupt in einem Fernseher darstellen möchtest. Denn HDR bedeutet hoher Dynamikumfang zwischen hellen und dunklen Bereichen. Und je heller etwas, also je höher die Spitzenhelligkeit von einem Bereich ist, desto mehr Abstufungen hast du da ja drin und desto umfangreicher und detaillierter sind dann die Inhalte. Und es gibt Geräte, die können 1000 oder 2000 Candela darstellen, desto breiter ist also die Fläche,
Bei 400 wisst ihr, dass ihr da nicht so viel Umfang habt. Und dennoch ist der Kontrast wirklich gut. Also es sieht alles sehr natürlich aus. Ich bin überhaupt nicht, auch egal was man so an Einstellungen, an Möglichkeiten hat, ich war gar nicht versucht, da jetzt groß rumzuspielen. Das Bild sah toll aus. Es ist natürlich ein LCD-Panel. Das heißt, wenn ich jetzt hier von der Seite drauf schaue, ist das kein schönes Bild. Aber wenn man eine ganz normale Sitzposition hat, geht das vollkommen klar. Und dann vielleicht noch kurz ein Wort zum Sound. Der ist nämlich, da merkt man die Preisklasse ganz, ganz, ganz schnell. Beziehungsweise auch sehr, sehr teure Geräte sind so reduziert und schmal gebaut, dass da die Physik für Sound gar keinen großen Raum hat. Und das klingt dann entsprechend blechern, hat gar keine Wucht. Das könnt ihr komplett vergessen. Wenn ihr euch diesen Fernseher holt, könnt ihr schon anfangen, euch sofort für 100 Euro noch eine Soundbar dazu zu packen, weil allein die klingt schon um Welten besser als das, was der Xiaomi Q1e drauf hat. Beim Interface wird es jetzt langsam interessant. Warum? Eigentlich erwartet euch da jetzt nicht besonders viel. Wenn ihr Android TV schon mal irgendwie genutzt habt, dann wisst ihr ganz genau, was ihr sehen werdet. Das ist nämlich das ganz normale Android TV. Ihr habt Milliarden von Apps, die ihr installieren könnt. Es gibt jeglichen Streamingdienst, den ihr darauf nutzen könnt. Alle Apps aus dem Android Store, die für Android TV angepasst sind, könnt ihr darauf installieren, auch VPNs. Ihr könnt Fernsehen aus der ganzen Welt schauen da drauf. Das ist gar kein Problem. Ihr seid komplett smart unterwegs. Das ist ein richtiger Smart TV. Und wenn ihr irgendwas nicht findet, wenn ihr irgendwas nur auf dem Smartphone nutzen könnt, habt ihr immer noch Chromecast, das ihr per Smartphone auf den Fernseher schmeißen könnt. Also auch da sind euch jegliche smarte Lösungen, jegliche smarte Wege offen. Es gibt quasi, was das angeht, dank Android TV kein Problem mit dem Fernseher. Aber was mir beim Interface aber aufgefallen ist, ist die Performance. Warum? Wenn Xiaomi mit dem Q1e sagt, sie möchten ein High-End-Produkt präsentieren, erwarte ich auch eine High-End-Geschwindigkeit von der ganzen Oberfläche. Und ich habe das Gefühl, zumindest bei der Zeit, in der ich darin rumscrollen und um Inhalte schauen konnte, dass der Prozessor das absolute Minimum an High-End ist, was sie verbauen konnten. Also, dass sie da in diesem Bereich irgendwie gespart haben. Denn in dem Moment, wo eine Software ein bisschen ressourcenhungriger ist oder nicht so ganz perfekt geschrieben, braucht das Gerät immer ein oder vielleicht auch mal zwei Sekunden mehr, um zu reagieren. Und wenn man jemand ist, der High-End-Setup-Boxen nutzt, wo alles sofort funktioniert, ich drücke auf Stopp, dann stoppt das Ding sofort. Ich drücke auf Pause, es pausiert sofort, drücke auf Play, es geht sofort weiter. Wenn du das gewohnt bist, dass das instantan funktioniert, dann reagiert diese Fernbedienung mit diesem Fernseher etwas langsamer als gewohnt. Und High-End ist das nicht. So, ihr könnt natürlich auch zocken mit dem Fernseher. Vollkommen egal, welche Konsole, das wird alles wunderbar funktionieren. Ihr habt ein gutes Bild, ihr habt 4K, ihr habt die ganzen HDMI-Anschlüsse. Was ihr nicht habt, ist HDMI 2.1 und oder 120 Hertz. Das unterstützt der Fernseher nicht. Es gibt aber auch nur ein paar Spiele, die es aktuell unterstützen. Ich finde, darauf kann man verzichten. Außerdem habt ihr eine schnelle Latenz, ein gutes Bild. Das wird ausreichend Spaß machen, egal welche Konsole ihr da gerade nutzt. So, kommen wir zum Fazit. Das ist ein richtig guter Fernseher. Das kann ich euch jetzt so an sich insgesamt schon mal sagen. Für einen Preis von 800 Euro bewegt man sich da schon, ne, in der oberen Mittelklasse, aber der Straßenpreis liegt aktuell bei 650 Euro. Und das ist schon mal ziemlich gut. Das Beste an der ganzen Sache ist aber, bei all den Kritikpunkten, die man zu dem Fernseher oder auch zu der Bildtechnologie haben kann, das Beste ist, dass Xiaomi damit den Gesamtpreis auf dem Markt nach unten holt und damit auch die Konkurrenz dazu bringt, die Preise nach unten anzupassen. Das heißt, wir als Verbraucher haben am Ende am meisten davon, dass sich Firmen wie Xiaomi hinstellen und den Preis ein bisschen nach unten drücken. Und auch wenn das kein perfekter Fernseher ist, Xiaomi hat mir im Smartphone-Bereich gezeigt, dass sie über die Jahre hinweg immer weiter optimieren und sich immer weiter in Richtung Innovation bewegen. Das ist jetzt schwer zu vergleichen, aber wenn man anfangs vor ein paar Jahren Xiaomi Smartphones in der Hand hatte und dachte, ja, okay, das ist nicht schlecht, aber was genau machen die jetzt hier? Und in diesem Jahr haben wir ein Smartphone präsentiert, das in 17 Minuten, das Xiaomi 11T Pro, in 17 Minuten von 0 auf 100 komplett aufgeladen werden kann. Das ist eine Innovation, das ist krass, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und wenn wir so eine Bandbreite im Smartphone-Bereich haben, und da gibt's eine große Marge, da kann man ganz viel Geld machen als Firma,
dann bin ich sehr gespannt, wohin uns Xiaomi im Fernsehbereich noch bringen wird. Das ist jetzt hier nicht der High-End-Brecher. Wenn ihr einen High-End-Fernseher kaufen wollt, dann ist das nicht eure Wahl. Aber der Grundpreis, die Grundqualität wird so angehoben und der Preis wird so nach unten geholt, dass wir diverse Geräte günstiger erleben werden. Und ich glaube, also die ersten High-End-Geräte gibt es eigentlich auch schon im OLED-Bereich, wenn das für euch spannend ist, um die 1000, 1200 Euro. Das heißt, für den doppelten Preis ist man eigentlich schon im High-End-Bereich. Das ist eine ganz komische Zeit. Ich bin sehr gespannt, wo wir uns da hinbewegen werden. Wenn ihr mehr zu Fernseher wissen wollt, dann klickt mal euch das Video am Ende an. Da haben wir uns nämlich diese Technologien angeguckt, die auch in Zukunft noch auf uns zukommen werden. Da wird eine Menge interessanter Scheiß passieren. Und über das Xiaomi könnt ihr euch auch mal schlau machen, weil das ist spannend zu sehen, wie so ein Telefon von 0 auf 100 in 17 Minuten vollgeladen wird. So, und ich setz mich jetzt dahin, weil da ist das Bild besser. Ja. So, also zocken wollte ich auch noch. Oh ja, sehr viel besser.